Jo Leute, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Return to Castle Wolfenstein. Wir befinden uns jetzt bei Mission 2, Kapitel 3, die Krypta. Und wir sollen durch die Katakomben in die Kirche gelangen. Das sind unsere aktuellen Ziele. Das Briefing müsste nach wie vor dasselbe sein. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Let's go. Okay, kurze Bereichsruckler. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe nämlich nicht mehr sonderlich viel Munition. Okay, so geht's natürlich auch. Heftig. Stech den einfach ab, den Zombie. Juckt mich überhaupt nicht. Oh, ich bin Half-Life. Puh, Schwein gehabt. Oh ja, Muni. Hallo? Wer versteckt sich da? Ja, komm doch raus! Komm raus! Ich spreng dich frei, halte durch! Lauf! Es tut mir leid, ich krieg dich da nicht raus! I'm sorry! Ich hab's versucht, wirklich, mit allen Mitteln! Oh oh! Ach, jetzt kommst du, ja? Oh, Alter, wow. Okay, den haben die richtig abgenagt, Alter. Was? Die hatten Hunger, die Jungs. Oh, schon wieder so ein Feuer-Dude. Aber jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Munition. Wie sieht's mit Thompson-Muni aus? Die ist immer noch komplett leer. Aber naja, MP40 sollten wir... Oh, genug kriegen! Scheiße, ey. Fress eine Granate! Ja. Mit deinem Drecksschild! Der ist down. Sehr schön. Ist hier noch irgendwo Secrets? Ich muss die Augen offen halten. Nicht, dass ich wieder was übersehe. Wow. Junge, bei den Dingern hast du aber auch echt gar kein Trefferfeedback, ne? Jetzt stirb! Lol, was? Wie viel Leben hatte ich noch? War ich so low? Ich hab da gar nicht drauf geachtet, scheiße. Na gut, dann eben nochmal das Ganze. Das Schlimme ist, du kriegst es auch nicht wirklich mit, wenn du low bist, ne? Weil es gibt keine wirkliche Anzeige dafür. Abgesehen von da unten links halt, da achtest du ja mitten im Gefecht nicht drauf. Es ist ja nicht so, dass der Bildschirm irgendwie rot wird oder so. Schade, ich dachte, ich kann die alle schön in einer Reihe wegschießen, aber es geht nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Komm schon, der muss weg. Oh, shit. Wollt ihr vielleicht mal sterben?
Okay, ich bin wieder ganz schön low. Bisschen aufpassen jetzt. Am besten speichere ich mal. Warte mal, wo ging schnell speichern? Hier. F5. F5 ist mein Freund. Okay, wisst ihr was? Ich schmeiß direkt eine Granate. Alter Junge, ganzes Magazin! Dämlicher Kugelschwamm, Alter. Die wurden wieder gut abgenagt hier. Okay, aber was genau hat mir das jetzt gebracht? Bis jetzt hat das einfach nur die Typen hier getriggert. Oder ist hier noch irgendwas passiert? Ah, guck mal. Was haben wir denn hier? Secret Area. Ja, aber keine Schätze. Den Sarg kann ich auch nicht öffnen. Schade. Oh, shit. Nicht gut. Weg mit euch! Oh shit, mir geht gleich die Muni aus. Komm, Granate. Ich habe das Gefühl, meine Granaten sind nicht sonderlich effektiv. War es das? Ist es vorbei? Wow! Easy, gar kein Thema. Oh lol. Okay, hier sind Kreissägen drin. Schön vorsichtig. Erinnert ein bisschen an Indiana Jones 3, ne? Findet ihr nicht? Irgendwie musste ich da gerade direkt dran denken. Natürlich bleibe ich da auch stehen, ne? Och nö. Warte mal, habe ich nicht schnell gespeichert? Warum lädt er den denn nicht? Ja, ich wollte doch sagen. Müssen wir ja nicht alles nochmal machen. Na, los, runter da. Los, BJ. Hoppla. Das wollte ich nicht. Okay, ich sollte lernen, öfter mal ein bisschen schnell zu speichern. Oh, was haben wir hier? Irgendwas kann ich hier schon wieder machen, aber ich weiß nicht so ganz... Ich weiß nicht so ganz was. Aber hier gibt's noch irgendwas. Warte mal, von hier bin ich gekommen. Lol. Jetzt geht der nicht mehr hoch, oder was? Mach die Luke wieder auf! Glaub ich spinne. Ich würde schon gerade sagen, bin ich jetzt hier getrappt?
Geh bloß raus hier. Wo war denn dieser Gang? Ging es hier nicht irgendwo runter? Warte mal, war das nicht hier? War die Tür nicht offen? Ja, die Tür unten war doch offen, hä? Warum ist die jetzt zu? Die war doch hier offen, hallo? Ich verstehe gerade nicht so ganz, was das Problem ist. Warum geht denn die Tür jetzt nicht auf? Habe ich noch irgendwas übersehen? Aber ich habe doch eigentlich alles so gemacht wie vorher auch. Boah, ich habe doch hier alle gekillt, oder nicht? Ach nee, okay, habe ich noch nicht. So ist das, wenn man nicht speichert. Oh, Junge, die Feuerrate! Jetzt stirb! Das gibt's nicht. So, jetzt müsste da unten aber offen sein. Hoffe ich. Ja, jetzt ist hier offen. Okay. Ein Problem weniger. Gleich erstmal schnell speichern wieder. So, jetzt kommt ihr Dudes. Ich schmeiß euch eine Granate hin. Na los, spawnt schon. Bringen die Granaten eigentlich überhaupt irgendwas? Ja, jetzt hat sie ihn erwischt. Zombies. Okay, so. Schnell speichern. Bin ich auf die Druckplatte gekommen? Scheiße, ey. Los, raus hier. War denn hier eine Druckplatte, hä? Das Ding hier? Ich habe die gar nicht bemerkt. Okay, und jetzt... Ah, okay. Oh, was ist das hier für ein komischer Laden, ey? Das klingt nicht gut. Hier kann ich schon wieder irgendwas machen, aber irgendwie passiert nichts. Ich blick's nicht so ganz. Was muss ich denn hier tun? Nee, hier kann ich auch nichts machen. Doch ein Grund, dass da ein Interagieren-Symbol ist. Ah nee, ich kann nichts tun. Na gut, dann gehen wir wohl weiter, würde ich mal sagen. Das sieht einladend aus. Das sieht wirklich sehr einladend aus. Wer hätte da nicht Bock?
Okay, war hier jetzt einfach nur ein Schatz? Wow. So, ihr wollt schon wieder was, hä? Jo, okay, okay. Entspannt euch. Mir geht schon wieder langsam die Munition aus. Langsam, aber sicher. Was geht jetzt ab? Nicht gut. Nicht gut. Hier reißt einfach der ganze Boden auf. Hier komme ich nicht durch. Hier komme ich lang. Ich habe schon wieder ein Versteck übersehen. Ein Versteck und einen Schatz haben wir vergessen. Aber naja, ihr kennt das Motto. Dann habt ihr immerhin noch was zu entdecken, falls ihr das Spiel selber spielen wollt. Und ich würde sagen, ja, wir sind jetzt bei rund 17 Minuten Rohaufnahme. Dürfte eine recht gute Folgenlänge sein. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bis hierhin fürs Zusehen. Hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Return to Castle Wolfenstein. Und bis dahin sage ich, bye bye.